So geht das natürlich auch. Ayur wird wieder auferstehen. Chance hat null. Nein. Ich werde Erlösung finden. Ja, ich bleib da stehen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Jetzt muss ich erst wieder warten. Euch gehört meine Ergebnisse. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Such das Salok. Ich bringe Schwer. Schlägt mein Schosser. Ich werde Erlösung finden. Ups. Schwer wiegt meine Bürde. Was ein Stress. Ich werde Abklingzeit. Ich will keine Abklingzeit. Vertreiben. Im Dienste Ayurs. So. Sprecht mich an. Jetzt könnt ihr auch mitkommen. Ihr seid auf mich an. Was ist euer Eine Zerforschung. Ups. Scheiß Brütlinge. Ich werde Erlösung. Ja gut, das könnt ihr in Ruhe lassen. Yay, der zweite. Ehre den Erstgeborenen. Wir dürfen nicht wieder hin. Sprecht ihr mich an. Wir sind Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Sehr schön. Wo geht's da hin? Achso. Wohin? Da kommt Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Okay. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Erstmal die da wegmachen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Oh mein Gott. Ehre den Erstgeborenen. Euch gehört Was hat das auch so eine lange Abklingzeit, so ein Schmarrn? Sukdash Salok. Harun al-Adan. So die Ehre gebietet. Jetzt kommt ihr her. Ist die Lehre. Faszinierend. Sehr schön. Meine Brüder, ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. So. In Arudin Rashagal. Wir dürfen nichts. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Okay. Das Herz der Finsternis. Oh mein Gott, schnell. Nein. Nun gut. Wie ihr befehlt. Ja. Aua. Aua! Hey, sehr erfolgreich geschafft. Im Dienste Ayurs. Was ein Können. Ayur wird wieder auferstehen. Stopp. Chosa, schwer wiegt meine Bürde. Kann man das jetzt trotzdem angreifen? Handeln. Ist ja cool. Die Balance wird wieder hergestellt.
Okay, mitkommen. Was ist euer Begehr? Sprecht ihr mich an? Wo geht's lang? Wo geht's lang? So die Ehre gebietet. Was ist hier unten? Sundash Salok. Hm, wo will ich denn jetzt lang? Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. Ist die Lehre. Ganz wie ihr wünscht. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Aber ist hier noch irgendwas? Es müssen eigentlich noch zwei Brutstätten hier überall sein, aber ich sehe nichts mehr. Stachelkrabbler, tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Los. Tötet sie, hat er doch gesagt. Okay, zu spät. Ja. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Okay, erstmal wieder weg. Wir dürfen nicht sagen. Was ist hier oben? In Arudin Rashagal. Abklingzeit. Ich werde Erlösung finden. Sehr schön. Aber irgendwie zieht sich das Level durch dieses ständige. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Okay. In Arudin Rashagal. Im Dienste Arthurs. Da war ich schon. Ich werde. Ach, hier ist ja auch die Minimap, da hätte ich eigentlich mal drauf schauen können. Oh. Kentaro Tassada, Prälat Ziratul. Ich bin der hohe Templer Karas. Meine Streitkräfte haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Ach, hey. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Ja, ich muss vorangehen. Okay, was haben wir denn hier alles? Genug. Ach, die kann ich gar nicht steuern, na dann. Ich werde die Dämonen. Dann ist es ja nicht meine Schuld, wenn irgendwas schief geht. Verbündeten befinden sich im Kampf. Tee. Hm, kann ich irgendwas Sinnvolles machen? Oh. Seratul, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Ja. Die Balance wird wieder hergestellt. Wow, ein Nidus-Wurm. Vernichte diese Nidus-Würmer. Sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Hetzer, begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Okay. Ziratul hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor! Ich werde Erlösung finden. Yay! Aber die Zergforschung-Dinger habe ich nicht gefunden. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll.
Aber wenn die Königin der Klingen diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Ceratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Oh oh. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Ceratul. Die Zukunft hängt davon ab. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Oh, immer noch nicht fertig. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Ich will nicht. Weiß. Okay. Ehre den Weiter. Erstgeborenen. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Warum? Okay, ich lasse die Stalker einfach sterben. Das Wichtigste ist, dass ich weiterkomme. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit verbreiten. Ich glaube, so ist das gedacht. Ich glaube nicht, dass man diese Armee irgendwie noch angreifen könnte. Komme ich darüber? Lasst mich alle in Ruhe. Ich mag euch nicht. Sehr schön. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Kein Erfolg. Ich bin schlecht. Überlebte Hetzer? Null. Okay. Weiter geht's. Zurück aufs Schiff. Okay. Gut, dann reden wir mal mit der noch kurz. Stark, danke. Lex. Mir geht's blendend. Ey, warum laggt das jetzt so? Du hast sehr lange in diesen Protoss-Kristall gestarrt. Bist du dir sicher? Naja, jetzt wo du es sagst, ich könnte einen oder zwei Drinks vertragen. Vielleicht ergeben die Visionen mehr Sinn, wenn ich betrunken bin. Was hast du gesehen, Jim? Einen alten Freund, der nach dem Ende aller Dinge sucht. Geheimnisvoll. Ja, ich denke, ich werde gleich weitermachen mit dem Protoss-Mission. So machten wir uns auf den Weg zur verbotenen Archivwelt von Sakul.
Dort erwartete uns das Triumvirat der geheimnisumrankten Bewahrer. Und in den Schatten beobachtete uns noch etwas anderes. Lauernd. Okay. Eine dunkle Wende. Beraten Sie sich mit den Bewahrern von Zakul. Na dann, Zeratul, alter Freund. Du hast also deine mysteriöse Prophezeiung bekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was deine Bewahrer daraus gemacht haben. Meine Mission zur Entschlüsselung der Prophezeiung führte mich zur verbotenen Archivwelt von Zakul. Hier bewachten drei unsterbliche Bewahrer das uralte Wissen. Nur sie konnten die Fragmente der Prophezeiung deuten. Ich musste sie so schnell wie möglich aufsuchen. Sonden sind die Arbeitstiere einer Protoss-Basis. Sie bauen Ressourcen ab und werben Protoss-Gebäude heran. Ich hoffe mal, ich habe jetzt auch eine Basis. Ich mag das lieber, wenn ich eine Basis aufbauen kann und nicht nur so zwei, drei Einheiten habe, die ich durch irgendeine Höhle schicken muss. Los! Es ist ungewöhnlich still hier. Doch diese Strukturen sind intakt. Mit Energie wären sie einsatzbereit. Juhu, Sonden. So, jetzt muss ich Pylone bauen. Oh, an die falsche Stelle. Aber da ging's auch. Yay. Abbau. Protoss sind schon auch ganz nett. Das Tolle an denen ist halt, dass sie nicht bauen müssen, sondern einfach nur sagen, bau hier hin und dann wird da hingebaut. Ohne dass man sich noch drum kümmern muss. So, sehr schön. Jetzt arbeitet das hier alles wieder. Die mächtigen Geister der Bewahrer sind ganz in der Nähe gefangen. Wir müssen sie finden. Okay, Sonden. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mir wurscht. Und Gas. Erstmal nur eine. Warum ist es so langsam? Es ist doch irgendwie langsam, oder? Warpknoten. Gebäude zum Heranwarpen von Bodeneinheiten. Ein Warpknoten ermöglicht das Heranwarpen von Protoss-Bodeneinheiten wie ein Berserker oder den Hetzer. Ja, machen wir das doch mal. Ein Berserker bauen. Muss ich aber kurz was gucken. Oida! So, danke schön. So ist das doch schon viel schöner. Es befinden sich viele